Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch mal wieder auf meiner Teichbaustelle und natürlich auch auf dem Einfach-Koi-Kanal. Ja, in diesem Video seht ihr Teil 12 vom Teichbau. Ja, endlich geht's weiter voran. Ihr seht schon, der ganze Krempel, der hier in der Grube steht, der muss unbedingt weg, bevor hier der nächste Arbeitsschritt erfolgen kann. Viele Hände, schnelles Ende, und da ist die Baugrube schon so gut wie bereinigt. Hier liegen ein paar Ziegel bereit, da hinten in der Ecke muss noch ein bisschen was weggeschaufelt werden und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Verlegen der Baustallmatten. Ja, ich denke, so kann man endlich arbeiten, genug Platz ist, also los geht's. Da seht ihr schon die erste Baustallmatte liegen. Das Ganze ist 3 Meter mal 2,30 Meter und da liegt auch schon die nächste Baustallmatte. Das Ganze wird von uns erstmal provisorisch auf Ziegel gelagert. Das wird dann später noch gegen Betonsteine ersetzt. Die sind aber leider noch nicht auf der Baustelle eingetroffen. Ja, drunter haben wir noch so eine etwas ältere Folie gelegt. Die kommt dann oder bleibt dann auch unter der Estrichfolie liegen später. Das werdet ihr aber dann noch sehen. Jetzt muss hier in der Ecke noch ein bisschen geschachtet werden, damit wir das letzte Baustallelement hinlegen können. Also mal wieder ganz kurze Schachtarbeiten, das aus dem Weg räumen von 2 bis 3 mächtig gewaltigen Sandsteinen, so wie das auf meinem Grundstück üblich ist. Aber es ist schon so gut wie ausgestanden, jetzt noch weggeschaufelt, Plane hingelegt und dann haben wir Platz und können endlich losarbeiten. Aber was ist jetzt als nächstes zu tun? Richtig, das Positionieren der Bodenabläufe. Wir haben jetzt hier schon mal den einen Bodenablauftopf hingelegt und zeichnen uns jetzt an, wo der Baustahl weg muss, damit wir dann später beim Einbetonieren der Bodentöpfe keine Probleme bekommen. Ihr seht schon, wir machen das Ganze ein bisschen großzügiger, so haben wir später kein Problem, die Bodenablauftöpfe in eine ordentliche Menge an Zement zu setzen oder besser gesagt Beton. Und so können wir natürlich auch später die genaue Positionierung der Bodenabläufe ja, im Setzen mit Beton genau bestimmen. Ja, sobald alles ordentlich angezeichnet ist und ihr euch sicher seid und das noch 2-mal kontrolliert habt, dann fangt ihr an zu schneiden. Ihr wisst ja, 2-mal denken, 1-mal schneiden. Ja, und da lassen wir auch schon die Funken fliegen. Ja, es handelt sich hier um 08er Baustallgitter in Doppellage, wie ihr seht. Das Ganze wird jetzt hier ganz normal mit einer handelsüblichen Flex durchgeschnitten. Dabei sollte es auch keine Probleme geben. Hier in der Zeitlupe seht ihr schön, dass dabei ein ordentlicher Funkenflug entstehen kann. Denkt dabei an eure Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe und natürlich lange Kleidung. Kontrolliert auch, dass nichts in eurer Umgebung Feuer fängt. Gerade im Sommer 2018 war es doch sehr warm und eine solche Aktion konnte durchaus auch eine Gefahr für euren kompletten Garten oder ja, einem ein oder anderen trockenen Busch werden. Da in meinen Teich ganze 3 Bodenabläufe kommen, haben wir uns jetzt erstmal für den mittleren entschieden. Der wird jetzt erstmal ausgeschnitten. Sobald das Viereck dann draußen ist, legen wir den Bodenablauf, der da reinkommt, auf und orientieren uns dann für Bodenablauf 2 und 3 an dem mittleren Bodenablauf entlang. Ja, ihr seht, das Werk ist getan. Die Löcher sind alle ausgeschnitten. Die Bodenabläufe haben wir jetzt auch schon mal probeweise aufgelegt und geschaut, ob das so funktioniert. Und spätestens jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, Mann, oh Mann, wenn jetzt die Bodenablaufrohre über dem Gitter lang gehen, dann wird das ja eine mächtig gewaltig dicke Bodenplatte. Warum und wieso, das erfahrt ihr natürlich in einem meinen weiteren Teichbauvideos. Aber jetzt erstmal zum nächsten Arbeitsschritt. Wir werden natürlich heute auch noch die Bodenablauftöpfe mit den KG-Rohren verkleben. Das muss heute unbedingt gemacht werden. Und deswegen legen wir hier auch gleich los. Ja, in diesem Video soll es nicht um dieses Fachliche vom Einkleben der Bodenabläufe gehen. Da schaut doch mal bitte auf meinen Kanal, da gibt es noch ein anderes Video dazu. Ja, also für uns heißt es heute 3 Bodenablauftöpfe einkleben, das heißt relativ monotone Arbeit. Alles schön vorher anschleifen, anfasen und alle, ja, ich sag mal, Verarbeitungsrückstände abschleifen oder irgendwelchen groben festsitzenden Schmutz. Das ist ganz wichtig. Also ihr müsst da wirklich vernünftig, sauber und sorgfältig arbeiten und später natürlich auch beim Kleben schnell. Das ist gar keine Frage. Sobald alles hier, wie ihr das seht, schön mit einer Faser versehen ist und schön aufgeraut ist, dann ja,
könnt ihr eigentlich das Ganze anschließend mit einem, ja, ich nenne mal Acetonreiniger oder einem speziellen Universalreiniger, den es dafür gibt, säubern. Das Ganze gilt natürlich auch für den Bodenablauftopf. Ihr habt zwar jetzt alles rausgeschliffen, was irgendwie stören könnte, aber jetzt müsst ihr natürlich noch jede Menge Handfett und den Schleifstaub entfernen. Dazu nehmt ihr halt, wie gesagt, Aceton oder einen Reiniger, den ihr dafür kauft. Euch kann ich nur empfehlen, da diese Reiniger oft sehr aggressiv mit euren Händen umgehen, dass ihr dazu Handschuhe verwendet. Wenn möglich, am besten gleich Nitrilhandschuhe, denn Nitril ist was, was euch später dann auch beim Einsatz vom Kleber schützt. Ja, dazu aber später gleich mehr. Jetzt wird das Ganze hier von uns erstmal provisorisch ineinander gesteckt, damit wir die Einstecktiefe und solche Geschichten markieren können. Das ist dann später wichtig, dass wir wissen, bis wohin wir den Kleber auftragen müssen. Das heißt, gucken, dass das Rohr richtig drin sitzt. Markieren, so tief ist der Einschub. Und bis dahin wird das Ganze jetzt natürlich auch mit Kleber eingestrichen. Ja, und da kommen wir auch schon zum Kleber einstreichen. Ihr seht, das Ganze geht jetzt hier relativ zügig. Ihr müsst auch ganz, ganz zügig arbeiten. Das Ganze muss auch sauber sein und ihr braucht wahrscheinlich mindestens einen zweiten Mann, um diese Arbeiten mit diesem DN110-Rohr durchzuführen. Umso größer das Ganze wird, umso schwieriger wird das Ganze natürlich im Handling beim Kleben und Zusammenschieben. Deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass ihr euch da gerade bei den Rohrstellen so Markierungen macht. Auch ist es wichtig, dass ihr mit ausreichend genug Kleber arbeitet. Die 20-30 Cent, die ihr da im Ernstfall verschwendet, die sind da nicht schlimm, aber streicht es auch nicht zu weit nach hinten ein. Das müsst ihr dann später alles nur unnötig entfernen. Dabei könnt ihr euch, wie gesagt, auch an dieser Einschubtiefe orientieren. Ja? Und wie gesagt, ganz, ganz zügig arbeiten. Ihr habt bei dem Kleber ungefähr eine Minute Zeit, um beide Seiten vernünftig mit Kleber einzuschmieren und anschließend auch sofort miteinander ineinander zu stecken. Ja, ihr habt auch da nur einen Versuch, danach ist meistens schon fest und dann könnt ihr nur noch einen Henkel dran kleben, wenn das Ganze nicht funktioniert hat. Ihr seht, wir schieben das jetzt hier schon drauf, da quetscht es ringsrum so eine wunderschöne Klebe, ja, Wulst raus, das ist auch wichtig, so könnt ihr euch sicher sein, dass überall genug Kleber gelandet ist und ja, das, was es jetzt hier an diesen Stellen nach außen quetscht, das könnt ihr natürlich nach Belieben entfernen. Wenn es natürlich nicht im Sichtbereich ist, müsst ihr das natürlich im Ernstfall nicht. Aber wichtiger als jetzt hier in diesem Außenbereich zu arbeiten, ist, dass ihr euch erstmal um den Innenbereich kümmert. Also da, wo später das Wasser durchfließt, da muss jede Klebestelle oder ja, Leimnase entfernt werden. Das ist später nur ein Ansatzpunkt für irgendwelche Keimherde. Also jetzt nicht in Form von Bakterien. Da setzt sich Schmutz fest und dann kommt noch mehr Schmutz und dann irgendwann ist zu. Das beginnt übrigens an solchen Unebenheiten in der Rohrleitung. Also achtet auf sowas, dass ihr solche Sachen ordentlich entfernt und das alles schön sauber wischt. Wichtig ist natürlich auch noch im Anschluss, dass ihr euch den umlaufenden Ring dann auch noch zuwidmet. Wenn ihr aber jetzt so wie wir das hier perfekt und schön machen wollt, dann kümmert ihr euch natürlich auch noch um die Außennaht, die dann später natürlich im Beton verschwindet. Aber für euch machen wir das Ganze hier extra und wunderbar hübsch und werden das Ganze hier nochmal abwischen. Dazu kann ich im Prinzip nur sagen, da alles sehr schnell gehen muss, müsst ihr unbedingt genug, Wegwerftücher oder sowas bereithalten, denn ihr werdet jede Menge brauchen, um den Kleber zu entfernen und das stinkt auch höllisch, das Zeug. Also bitte nach sofortiger Benutzung entsorgen, sonst habt ihr den Kleber dann noch an vielen anderen Stellen. Auch wichtig ist eben, wie gesagt, dass es jetzt innen und außen sauber ist, aber auch natürlich der spätere, die spätere Dichtfläche, die dann eure Teichabdichtungsmaterial mit dem Klemmring zusammen abdichten soll, die muss natürlich auch am besten kleberfrei sein, sonst habt ihr da später vielleicht ein Problem mit eurem Teichdichtmittel. Aber das heißt, ich möchte euch hier nicht alle drei Töpfe zumuten, die wir da heute an diesem Tag geklebt haben. Hier seht ihr die Grube nochmal
in seiner vollen Pracht inklusive aller Ausschnitte für das Ganze. Aber nun nochmal zum Thema Abwasser. Ja, ich muss jetzt hier hinten in die Richtung hin, da wo das Abwasserrohr unter der Bodenplatte liegt. Ihr wisst genau, welche Stelle ich meine, wenn ihr meine Teichbauvideos verfolgt habt. Hier drunter möchte ich jetzt gerne, ja, ich sag mal, das Abwasserrohr langlegen. Dazu hole ich jetzt meine Rohrleitungsdummies und bastel das Ganze hier, wie ihr das seht, schon mal so zurecht und schaue, ob das Ganze so hinkommt, wie ich mir das denke. Ja, also so würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. Das Rohr da hinten ist im Prinzip da, wo dann später das Regenwasser reingeht. Und das Rohr, was ihr seht, was da nach rechts weggeht, im unteren Bildrand, da werden dann später alle anderen Abwasserleitungen, die bei mir noch im Grundstück verlaufen, reingeführt. Also genau da, wo das Rohr da weggeht, da werde ich dann später für Teich und für den Filter, der da drüben in dem Bereich entsteht, noch die Abwasseranbindung schaffen. Ja, ihr wisst, ich habe das Ganze schon vorher mit diesen ganzen Rohrleitungsdummies geplant gehabt, habe das auch vorher schon liegen gehabt, aber wenn dann eben das Stahlgitter drin ist und so weiter, dann sieht man halt, ob alles auch richtig so zusammenkommt, wie man sich das gedacht hat. Ja, ich hoffe, dass alles so funktioniert. Um meine Überlegungen zu überprüfen und natürlich der ganzen Sache mal ein bisschen bildhafte Gestalt zu geben, habe ich hier nochmal die meisten Rohre ausgelegt. In der Mitte seht ihr die Bodenabläufe, ganze 3 Stück werde ich leider brauchen. Rechts im Bild eben diese Abwasseranbindungsgeschichte, die wir uns gerade angeschaut hatten. Ja, dann habe ich hier in dem Bereich noch den Skimmerrohr hingelegt, das kommt da an und das ist die Abwasserleitung aus dem Filterstreifen, der da einläuft. Das geht bis dahinter natürlich und wird natürlich dann noch nach hier vorne eingebunden. Deswegen habe ich ja da in dem Abwasserbereich die Anbindung nach rechts noch geschaffen, um eben solche Rohre noch einzubinden. Regenwasser habe ich auch dran gedacht und ja, ich hoffe, dass alles so ist, wie ich mir das denke. Wenn ihr denkt, ich habe was vergessen, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wie es mit meiner Baugruppe weitergeht, dann müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten auf dem Einfach-Koi-Kanal. Überlegt euch mal, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wer keine Folge mehr verpassen will, abonniert das Ganze vielleicht am besten. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei eurem Teichbau und natürlich viel Genuss an euren Koi. Also bis zum nächsten Mal. Selbe Stelle, selbe Welle. Ciao, ciao.